an sich eine Neubereifung durchgeführt. Vor uns steht die komplette Radsatzgruppe der Kuppelräder. Wir befinden uns in der Radsatzwerkstatt. Hier werden die Radsätze der Dampflokomotiven bearbeitet. Einmal erfolgt das Bereifen und Umrissdrehen, zum anderen die Bearbeitung der Schenkel von den Achswellen bzw. Treib- und Kuppelzapfen. In der großen Radsatzdrehbank wird gerade der Kuppelradsatz von 38205 neu profiliert. An der Radsatzwerkstatt vorbei führt die Verbindungsstrecke von der Richthalle zu den anderen Werkstätten. Gegenüber der Deutschland-Drehbank befindet sich auf der anderen Seite die Stangenwerkstatt mit ihren Spezialmaschinen. Wir befinden uns am Strassmann-Bohrwerk in der Stangenwerkstatt. Mit diesem Bohrwerk wird die Bearbeitung der Lager von Treib- und Kuppelstangen vorgenommen. Im Moment befindet sich auf dem Bohrwerk eine Treibstange der Baureihe 52. Der auf dem Strassmann-Bohrwerk bearbeitete Kuppelstangensatz einer 5280 wartet auf den Einbau. An der zweiten Kuppelstange einer Lok der Reihe 50 wird das vordere Gelenkbolzenlager ausgebohrt. Kreuzköpfe und Gleitplatten warten auf den Einbau. Eine Abteilung weiter liegen Kolben bereit. Zurück in die Richthalle. Nach der Aufarbeitung des Rahmens beginnt der Aufbau der jeweiligen Lok mit dem Aufsetzen des Kessels, der fertig eingekleidet ist und ausgerüstet mit Wasserständen sowie Ventilen aus der Kesselschmiede kommt. Der Kessel wird, wie hier bei 41-1231, mit einem Brückenkran vom Transportwagen auf den Rahmen gehoben. Dabei wird er von zwei speziellen Anschlagstücken, die in die Feuerbüchse und in den Schornstein greifen, getragen. Erst nach dem Aufsetzen des Kessels wird der Schornstein angebracht und in der Blasrohrachse justiert, wie hier bei 91-6580. Jetzt geht der Aufbau der einzelnen Loks zügig voran. Nach dem Kessel wird das Führerhaus aufgesetzt. Bei Tenderloks erfolgt gleichzeitig der Anbau der Wasserkästen. Wenn der Aufbau weitgehend abgeschlossen ist, kommt der Lokrahmen wieder auf die Räder. Die Lok wird aufgeachst. 24009 kann dazu an den Brückenkran gehängt werden. Größere Loks müssen, weniger fotogen, auf einen Hubstand in einer Ecke der Richthalle.
Nur noch wenige Tage verbringt die aufgeachste Maschine in der Richthalle. Auf dem Arbeitsprogramm stehen noch der Anbau der restlichen Rohrleitungen sowie die Komplettierung des Triebwerks. Auch wir verbleiben noch einen Augenblick in dieser interessanten Halle. Gerade werden die Drehgestelle eines P8-Tenders auf der Schiebebühne vorbeigefahren. Während der Neubautender einer 5035 auf seine Drehgestelle gesenkt wird, erfolgt einige Stände daneben bei 38 1182 der Treibstangenanbau. '86/1333 hat mittlerweile auch ihren Kessel erhalten. Am Rahmen fehlen aber noch die Zylinder. Die alten waren so verschlissen, dass neue angefertigt werden müssen. Dies geschieht als Schweißkonstruktion in der Abteilung Grundmittelwirtschaft. Bei 86/1333 schlagen die neuen Zylinder schließlich mit 40.000 Mark zu Buche, sodass künftig Zylinder, die mehr als nur einmal benötigt werden, wieder gegossen werden. Ob geschweißt oder gegossen, die neuen Zylinder müssen zur weiteren Bearbeitung in die Bohrwerkstatt. Hier werden gerade neue Schieberbuchsen zum Bohren vorbereitet. Die geschweißten Zylinder erhalten Graugussbuchsen, die, wie die Schieberbuchsen, hydraulisch eingepresst werden. Hier lernen Sie noch was an den alten Maschinen, handwerkliche Arbeit. Also es ist tatsächlich so gewesen, mit diesem Programm an den CNC-Maschinen, die waren langsamer durch die Faden immer raus, rein, rüber, hoch, rüber. War eine Knochenarbeit, aber die haben schneller. Franz, stimmt's? Ja, wir haben ja alle Jahrzehnte mit den Maschinen das gemacht. Naja, wir waren ja halbe Roboter selber schon. Und so sieht ein Zylinderguss-Rohling aus. In der Bohrwerkstatt werden außerdem Dampfsammelkästen aufgearbeitet. Genug der Stahlbearbeitung. Jetzt wird wieder Feuer unterm Kessel gemacht, damit die Dampflok endlich fahren kann. Ja.
Wir befinden uns im Bereich des Anhaltshauses. Unter uns die Drehscheibe, über die die Lokomotiven zur Instandsetzung in die Lokhalle gelangen und nach erfolgter Aufarbeitung von hier aus dem Anhaltshaus zugeführt werden. Im Anhaltsschuppen begegnet uns wieder Abnahmeinspektor Krieg. Er soll heute 74-12-30 nach erfolgter Hauptuntersuchung erstmalig Probe fahren. Zuvor müssen noch diverse Arbeiten an der unter Dampf stehenden Lok ausgeführt werden. Nebenan wartet Heizlok 52-81-68 auf ihre Rollprobe. Karl Krieg erzählt von 74-12-30. Da war ich, wo sie vermissen hatten, war ich dabei. Und sollte der die hatte die Platten aufdoschiert, da hat der, aber die haben doch unheimlich lange Gleitplatten, hat der so ein kleines Doschierplättchen genommen, da bin ich schon einmal geplatzt. Ja. Du kennst mich ja, wenn ich platze, da ist passiert, da sage ich, wie ich denke. Und da kriege ich die Meinung gesagt. Und da ging es hin und her, es ist dieser Alkoholiker. Ja. Da habe ich zu ihm gesagt, komm, es hat keinen Zweck, holt mir den anderen bei. Und da hat der große Doschierplatte genommen und hat das erst einmal geschrieben. Jetzt hat er natürlich oben und unten bei die Platte abgeschrieben und aber nicht berechnet, dass der Steger da oben durchrutscht. Kommen Sie weg. Jetzt geht's los. Vor der ersten Ausfahrt wird das Rams-Bottom-Sicherheitsventil eingestellt. Dann kann die 74 auf die Drehscheibe rollen. Wenn derart seltene Dampflok-Exemplare das erste Mal wieder durch das Gelände dampfen, dann sind Eisenbahnfreunde mit Fotoapparaten natürlich gleich zur Stelle. Vor nicht allzu langer Zeit galt das Fotografieren noch als Spionage. Da half dann nur eine gute Tarnung der Kamera. Eine Smena ist mit Symbolen und auch mit Belichtungszeiten. Im Allgemeinen ist er... Perfekte Tarnung erübrigt auch nach der Wende noch eine Auseinandersetzung mit dem Werksschutz. Abnahmeinspektor Krieg hat schon vor der Probefahrt einiges zu bemängeln. Doch jetzt wird erst einmal losgefahren. Das Ziel heißt Rentwertshausen. Kameraden, wir sind bereit. Auf geht's. Hier spricht die Nationale Front. Bis an der Hebel. Oh, der Hebel ist da, ja? Oh, der Hebel ist am Hafen packt. Dann die Spätchen, wie sie andrehen. Ja, ja. Thank you.
In Rentwertshausen bis 1991 Endpunkt der nach 1945 unterbrochenen Schweinfurter Strecke wird indiziert. Mithilfe des Indikatordiagramms, das das während der Messfahrten entstandene Schaubild aus Kolbenweg und Dampfdruck darstellt, kann eine optimale Schiebereinstellung vorgenommen werden. Diese Methode ist in etwa mit der Einstellung des Zündzeitpunktes beim Automotor vergleichbar. Das über den Zylindern angebrachte Indiziergerät besitzt eine drehbar gelagerte Rolle mit Schreibstreifen, die über einen Seilzug vom Kreuzkopf bewegt wird. Ein Kolben bewegt mit dem Dampfdruck den Schreiber. Die macht keinen Zucker. Die läuft doch nicht, die liebe Leute. Jetzt kommt sie. So. Nach den ersten Gehversuchen und Einstellarbeiten geht es wieder zurück ins Ausbesserungswerk. Vom Ergebnis dieser ersten Fahrt hängt ab, in welchem Umfang Nacharbeiten bei dem Patienten erforderlich sind. ...3811-82 ist ein Unglücksrabe für das RAW. Vor Jahren ist diese P8 im Werk schon vom Hebestand gefallen und bei der Ende 1990 durchgeführten Hauptuntersuchung wollte sie absolut nicht das Laufen lernen. Schieberbuchsen mussten neu eingezogen werden, indiziert wurde bis zum Umfallen, aber sie lief nicht so, wie sie sollte. Rund einen Monat ziehen sich die Nacharbeiten hin, dann endlich kann die Abnahmefahrt stattfinden. Wir befinden uns im Anheizhaus des RAW, wo die aufgearbeiteten Dampflokomotiven zur Probefahrt vorbereitet werden. Die Probefahrt erfolgt unter dem Gesichtspunkt, dass ein Härtetest vorgenommen wird, um die volle Betriebstüchtigkeit der Lokomotive zu beweisen. Standardzug für fast alle Probefahrten ist P7003 von Eisenach nach Meiningen. Traditionslok 50849 steht in Wernshausen vor diesem Zug zur Abfahrt bereit.
Am 18. November 1990 beginnen die Dreharbeiten zum EEK-Film 62015, die kleine 01. Im Bahnhof Wasungen wird der Filmzug von der in Oebisfelde beheimateten 50-3606 überholt, die ihre Probefahrt absolviert. Einen Monat später dampft 65-1057 während ihrer Abnahmefahrt durch Wasungen. Sie hat natürlich P7003 am Haken. Diese Luckauer 65 hat als letzte fahrfähige Heizlok im RAW Meiningen noch eine Hauptuntersuchung erhalten. Seither bessert Meiningen nur noch Museums- und Traditionsloks aus. Nach den Filmaufnahmen ist 62015 gleich in Meiningen zur anstehenden Hauptuntersuchung geblieben. Die Durchführung dieser Hauptausbesserung stand bis zuletzt wegen des bedenklichen Kesselzustands auf Messers Schneide. Sie kann dann aber im Februar 1991 mit der Abnahmefahrt erfolgreich beendet werden. Als besonderer Höhepunkt galt schon immer die Lastfahrt einer 44. Auch 1990 wird mit 44-1486 vom BW Stassfurt eine solche Dreizylinder-Güterzuglok hauptuntersucht. Die Beförderung eines 2000 Tonnen schweren Kalizugs von Bad Salzungen nach Eisenach ist dabei ein unvergessliches Spektakel. Erst nach dem erfolgreichen Abschluss eines solchen Härtetests kann Abnahmeinspektor Hildebrand die Lok betriebstauglich melden. Die Lokabnahme hat zwar ihr Büro im RAW, sie untersteht aber dem Werk ebenso wenig wie den an der Wand als Bild aufgehängten Herren. Das ist ja schlimmer wie meine Stasi hier, oder? Nach der Probefahrt werden die Lokomotiven lackiert. Anschließend erfolgt das Anbringen der Schilder und Anschriften.
Und was bedeutet das Zeichen? Dass der Rahmen vermessen ist. Freund, eine Linie. Eine Linie, eine gerade bewegt. Ja, so, das ist ja noch ein Belang. An der Berliner